if you feeling like a Sesam, öffne dich. Das ist wohl eine richtig schnelle Konstruktion, was die Octobox angeht. Ich weiß gar nicht, ob das passt. Auf jeden Fall sieht es schnell aufzubauen aus. Ich mach mal noch Licht, ja, dass man das besser sieht. Und ich fahre den mal auf einer Stärke, auf der ich den auch fahren würde. Das wäre wahrscheinlich ein Manche machen das ja auch und nehmen LSD und sind den ganzen Tag nur so am Blitzen und denken, boah, geil, Alter, Flash, pur. Das ist natürlich auch ein Gefühl von Bestätigung, dieses, boah, geil. Oder? Ist doch egal, wenn einen keiner fotografiert, dann blitzt man sich halt selber fresh, ja. Man darf nicht vergessen, wie viele Bilder wir mit dieser Lampe machen. Also einfach nur die Lampe, ich nenne das immer Filmlicht. Ich hab hier von Dünnball noch den Spotlight. S62 hier, da kann man es lesen, den habe ich auch noch mitbestellt. Ja, und das ist ein Theaterscheinwerfer, der umfunktioniert wurde, dass man einen Blitz da rein befestigen kann. Und zwar hier dran stecken. Und tatsächlich mit diesem Drehregler wie bei einem Theater-Spotlight auch das Teil zu einem Spot machen. Okay, jetzt schiebe ich den mal nur auf ihr Gesicht. Siehst du den Spot? Der ist knapp über ihrem Gesicht. Jetzt. Und schon trifft er, ja? Ich kann hier natürlich ganz normal auch abflashen. Und ich habe gestern zum Beispiel hier Bilder gemacht. Hier sieht man absolut, wie der ausleuchtet. Und man sieht hier auf jeden Fall, wie er wirklich nur auf das Gesicht anspottet, ja? So, hier haben wir einen wunderbaren Adapter für dieses unfassbar geile Licht hier. Wie man sieht, das ist viel zu klein und passt hier nicht rein. Deswegen, wie es im wahren Leben ist, braucht man was Größeres. Und somit stecke ich das jetzt auch hier rein. Und zack, voila! Wenn du den mal anmachst und dann drauf drückst, können wir hier überall durch die Bude rennen. Unser geiler Johannes kommt bestimmt hin.